Wir stehen hier an diesem idyllischen Platz. Das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Das ist das, was du siehst. Und das ist, was du vielleicht nicht siehst. Dass hier ein Gewerbegebiet angrenzt, da hinten eine lärmige Straße ist. Aber in die Richtung ist echt richtig nett. Also lass dich nicht täuschen von sozialen Medien. Manchmal siehst du nur das, was man dir zeigen will. Nachdem wir mehrere Tage in den Bergen in Schweden verbracht haben, haben wir beschlossen, wir fahren nach Norwegen zurück an einen Fjord an die Nordsee. Über die Nordsee. Juhu! Das ist auf eine total langweilige Insel. Aber es ist aufregend. Zwei Passagiere. Ein Kapitän, ein Anlegemeister. Wir fahren mit dem Schiff, mit der Fähre von der Einsamkeit auf eine noch einsamere Insel. Hallo ihr Möwen! Thomas, wir haben deinen Camper gefunden. Ja. Der ist so geil. Und wichtig ist, er hat eine Lichterkette und was mit Makramee, ne? Das wolltest du doch. Da unten sieht man, wie die Fähre zurückfährt. Das ist der kleine Ort. Mit vielleicht 10 Häusern. Mehr gibt's hier nicht und Schafe. Hallo. Links du! Gipfel! Mehr blauer Himmel! Mehr blauer Himmel! Mehr blauer Himmel geht nicht wie hier. Fantastisch. Wir sind auf der Mini-Insel auf dem Gipfel. Der Gipfel? Wir erkunden mal diese kleine Insel und steigen jetzt einmal um den Gipfel drum rum. Da geht dieser Weg. Und auf dem Weg sind große Spuren. Ich schätze tatsächlich, dass es Elche sind.
schön läuft. Ich habe Milch gesehen. Wir haben ihn echt gesehen. So cool. Vielleicht sehen wir nochmal. Der geht so rum um diesen Hügel und wir gehen andersrum. Geil. Und er schleicht sich an. Wie ein Luchs. Der kann das. Der schleicht durchs Gemüse. Und man hört ihn nicht. Oh Mann, hey. Mich stechen die Moskitos gerade ab, als ich. Unten war so eine Senke. Ich habe gedacht, es ist eine gute Idee, die Hosen auszuziehen. Also die langen Beine von den Hosen. Ich muss wieder anziehen, die Schwächen überall. Das ist so cool hier. Und es juckt. Da unten ist er irgendwo. Der Elch. Ist auch ein Pfad, eine Tierspur. Da läuft er wohl öfter lang. Cool, dieser Baum. Boah. Ich bin hin und weg. Treffen wir hier einen Elch auf der Insel. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Elchbullen, Markierungsbäume. Hier hat er sein Geweih dann rumgeschubbelt. Hier auch. Der ist ja fast lang. Hier, so, nicht noch das ganze Zeug. Ah ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da auch irgendwelche Drüsen haben und sich dadurch. Dass das riecht, meinst du? Ja, ja, um anderen zu zeigen, hier, ich bin jetzt voll in der Brunft. Ich kann ja mal drin riechen, ob ich was rieche. Holz. Aber das ist wirklich ganz frisches Feucht. Der Baum will sich verschließen und schützen. Und guck mal, wie weit oben das ist. Also ich bin ja, da komme ich gar nicht hin. Das war auch echt ein riesen Oschi. Elch, da oben auch noch. Immer wieder überraschend, wenn man da so hinschaut mit diesen toten Bäumen, die da liegen, sieht es aus wie in der Savanne. Es ist auch schon ein bisschen matschig hier. Ganz gut, steht hier eins. Wurde schon lange nicht mehr benutzt. Klappstühle drin.
der Holzstapel hier aus Birke, ja? Ja. Das ist ein Ameisenhaufen. Jetzt echt? Dann haben die Ameisen drin. Die Ameisen haben den Windscoot in Beschlag genommen, samt dem Brennholz. Oh ja. Ist ein Ameisenhaufen geworden. Aha. Oh, ja. Ist da hier runter. Also der Klappstuhl da sieht auch so ein bisschen aus, als ob er schon länger. Hier, eins, zwei. Vogelnester. Drei, vier, fünf. Okay, das hier ist irgendwie eine Bruthöhle. Ja, eine Bruthöhle. Eine Säge ist noch da und eine Axt hängt da auch. Also die Axt sieht ja noch neu aus. Ja, eine Fiskars. Die sieht immer neu aus. Die sieht immer neu aus. Qualität. Ja, in der Wildnis halt. Da ist ein alter Zaun mit einem Schild, auf dem nichts mehr steht. Der Hof wurde aufgegeben wahrscheinlich dazu. Da hinten ist diese Brücke mit einem Schild, da ist nichts mehr. Dieser Wanderweg, das ist auch so sowas, das wird glaube nur von Rentieren genutzt und Elchen. Ganz schöne Felskanten hat es hier. So eine Ruhe hier. Hier ist halt einfach nichts. Wir sind die einzigen zwei Leute, die mit diesem Boot rübergekommen sind. Und es ist spiegelglatt, kein Wind heute. Sonne. Diese Farben, ne? Unser Schiffchen holt uns tatsächlich wieder ab. Niedlich. Das ist cool, das macht ja alles mit einer Fernbedienung hier hoch und runter fahren.